rausnehmen, den Schlitten zurückhalten und das Magazin rausziehen in der gleichen Zeit. Soll ich mal ein Bier halten? Wie Maria zu mir sagt, Essen ist fertig. Und dann sag ich zu ihr, daher getroffen! In den Karton? In den Schwarz? Ja. Mit der Schärfe. Lorenz ist im Bett und jetzt ist halt nochmal so eine. Wir machen nochmal eine Probe. Ja. Jetzt ist halt nicht so scharf. Das Essen ist fertig. Die ganze Koordination, Technik, das ist halt immer so. Am Set verändern sich die Menschen. Ich muss sagen, ich möchte gleich mal meine Szene zeigen. Das ist ganz weit oben, verstehst du? Das ist ganz weit oben. Alles finde ich klasse. Ja, halt die erstmal so, du jogst so. Dann nimmst du sie irgendwann runter. Simon, was ist gerade die Situation? Also wir drehen hier gerade die Szene, wo Ina die Killerin zum 2 Meter Abstand halten oder Opfer rennt. Nee, du musst einen Meter Abstand halten. Um es zu erschießen. Ja. Ja, und der Schauspieler Tom Schilling ist hier gerade vorbeigelaufen und hat uns erstmal beglückwünscht, dass wir so kreativ wären, und er findet das total gut, dass junge Leute sich auch mal mit Filmen beschäftigen. Er ist ja schon Mitte 30, das sieht man ja nicht. Herr Produzent, wo stehen wir gerade? Wir sind absolut im Zeitplan. Großartige Crew. Naja, ich sag mal, die Haare werden nicht mehr. Ja. Der Kameramann macht seinen Job wie ein Tier. Hier arbeitet im Grunde jeder wie ein Tier. Ich glaube, die soll ich jetzt mehr auch. So. Damit hier ein bisschen Smoke in die Bude kommt. Seine Schachtel halt und so Geld. Kennst du den Text besser? Nein. Zweifel merken, ne? Geil. Produktionssalon ab. Können wir den einfach. Es muss einfach irgendjemand erschossen werden, ne? Ja. Kann ich einfach irgendjemand vollkommen zusammenhanglos den Ole auf der Toilette erschießen? Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit? Also hören Sie, ich bin sowas von zufrieden. Ich werde jetzt auch ein bisschen. Ich bin auch mal gerührt, ist jetzt vorbei. einfach. Wie waren die letzten 3 Wochen jetzt hier beim Dreh? Das war herzerwärmend. Also, ich bin jetzt hin und weg von meiner ganzen Crew. Gucken Sie das Mädchen hier an, wie stolz ich auch einfach bin, ja. Also, mir kommt jetzt wirklich ein bisschen. Vielleicht kommen wir jetzt auf, wenn wir. Ah, ja. Ja. Einfach auf. Und dann ist das alles ganz easy. Ja, macht doch. Alles fit? Ja, läuft, ne? Ein bisschen kalt in unserer Wohnung, wir haben schon aufgebaut. Alles fit? Alles fit! Blood because they had. Dieser Charakter von der Ina, ja, der ist total faszinierend. Und wie eine junge Frau einfach sich dafür entscheidet, also Gewalt in ihrem Leben willkommen zu heißen, ja? Und das als einziges Ausdrucksmittel, ja, und zu benutzen, um dann. Das yeah! Das Essen ist fertig! War ein Glückchen mit das besprochen. Also, wir sind sehr zufrieden mit unserem neuen Kabeljungen. Den haben wir aus der Ukraine gesichert. Der war hier bedroht. Und so. Ah, der macht das auch ohne Geld, habe ich gehört. Der macht das auch ohne Geld. Der macht das ohne Geld. I love Germany. Sind hier noch mal so ein paar Kippen an, das rauchen zu gehen. Also, wie läuft's? Wie geht's hier? Mir geht's sehr gut. Ist noch gut drauf? Ich kann. Das ist einfach auch sehr gegenwärtig, dieses Thema, glaube ich. Also, wo man hinguckt. Ja. Eine sehr spezielle Frage habe ich noch. Im letzten Teil des Films sieht man ja den Kameramann auf der Toilette sitzen.
Was hat es damit auf sich? Was war genau da der Hintergrund dieser Szene? Inwieweit hat es nochmal den gesamten Plot gerahmt und zusammengefasst? Ja, also gerahmt ist hier sehr weit gegriffen, aber man kann schon sagen, dass diese Szene von enormer Wichtigkeit für den Gesamtfilm ist. Ja? Also ohne diese Szene wäre dieser Film einfach unvollendet und es würde vieles offen bleiben. Und durch diese Szene können wir glücklicherweise dem Zuschauer auf eine sehr subtile Art und Weise dann doch noch beibringen, was wir an Intention hatten. Danke. Ja, bei der Produktion, das ist ja so, das hat jetzt insgesamt als Unsummen gekostet. Ich meine, wie kriegt man so einen hochkarätigen Sponsor wie Hochstift mit an Bord für so einen doch recht mittelmäßigen Film? Also ich habe die Plätze jetzt einfach mal gehört, aber vor allem lösen sie sowas halt mit Charisma, wa? Ohne Charisma geht nicht. Du hast Tetris gespielt, oder? Beim Gameboy. Hast du gewonnen? Ich habe 5 Reihen gemacht. Okay. Aber dann wurde ich leider abgeknallt. Das könnte man okay. Und dann habe ich leider verloren. Das, ich glaube, damit werde ich nicht mehr klarkommen. Okay. Ich glaube, ich werde jetzt selbst drauf gehen. You were standing around for the most of the time. How was the last scene for you? Emotional. Der Film betrachtet den Menschen in einer ganz distanzierten Art und Weise. Super geil. Super geil. Und super billig. Super billig. Und du? Formidable. Formidable. Oui, oui, Madame Baguette. Ja. Du? Super gut. Super gut. Okay. Hey. Richtig gut. Und auch richtig. Also, ich höre ja nur positive Antworten. Das war ein warmer Herz gerade, nicht mein Bier.